Andersrum ist das auch so. Eine wunderschöne gute Tag. Immer David, du hast die Ehre. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du darfst jetzt das, das hier Vlog-Info machen. Das ist ganz easy. Einer schreit Welcome to, alle schreien Techno-Tour. Dann schneidest du um auf Dings, Zeit, Raffa mit Fahrt und Musik und bla. Können wir das nochmal ausschmeißen? Also, sonst irgendjemand Ideen für ein Intro? Hello. Nee, wir sind ja German. Hi. Hat mir nicht gefallen, ich geh mal weiter. So, okay. LSD-mäßig. Wie wäre dein Intro? Mein Intro, bitte. Alle mal kurz zuhören. Ja, bitte. Hi, Leute. Nein, ich brauche euch alle jetzt, Bolo. Bitte. Das ist wegen dem Intro. Yo, Leute, willkommen zur Techno-Tour. Ah, es fährt los. Wir machen jetzt fertig. Der hat mir versprochen, gibt es nicht. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. La 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 la. Ja, Nico, es gibt ja so einen gewissen Trend, ne, bei unseren Vlogs, ne? Ja, die Leute wollen mehr, ne? Ja. So, deswegen habe ich mir gedacht, ich unterstütze dich dabei. Okay, Alter, das ist grandios. Komm, zeig mal, was hast du da schon? Wie viele muss ich auswendig lernen jetzt bis zur nächsten Tour? Der hat mir versprochen, Techno-Tour, liebe Disney. Nico! Christian, was ist mit dir los? Alter, du weißt ganz genau, was ich von dir möchte. Das weißt du ganz genau. Was hast du mir versprochen? Was hast du uns versprochen? Du redest jetzt gerade mit der kompletten Community. Okay, also, wo fange ich an? Nein, Kollege, du bleibst da sitzen. Hör mal, da machen wir jetzt folgendermaßen. Christian, ich hab... Du bist ruhig, du sagst jetzt gar nichts mehr. Ich stelle mir jetzt den Timer, ne? Ja. Den Timer, den stelle ich mir jetzt auf, 23 Stunden Zeit läuft, tick, tack, und wenn du dann, ich schwöre es dir, wenn du dann nicht einen einzigen Song kannst, ne? Mhm. Gerade? Hier, wie heißt sie? Wednesday. Ach, hier mit der, hier, ja, der. Ja, ich bin viel zu spät. Ja, ich bin erst bei Folge 4. Ja, alle haben schon gesehen, nur ich nicht. Gut. Show bist du jetzt endlich mal drauf? Ja, du bist drauf. Meine Fresse, wie lange du da immer am Rumhampeln bist mit deinem Scheißding, ne? Echt, ey, das geht auf keine Pimmelhaut, ey. Pass auf. Auf deine bestimmt nicht. Wir machen das ja schon ein paar Jahre, ne? Und die mich kennen, die wissen, dass ich einen kleinen Fetisch für Heizlüfter habe, ne, Bolo? Da freust du dich immer, wenn das Ding angeht mit in der Nacht. Ja, mega. Das ist, ihr seht richtig, das ist ein Philips 5000er. Das ist ein 5000er, Jungs, ne? Und da habe ich mir die Lumpen lassen. 2300 Ratadatalei. Wir machen mal Unboxing hier. Hallo, Kevin. Das ist ein 5000er, Alter. Ich habe mir einen 5000er gegönnt. Alter, der liegt so gut in der Hand. Da merkst du direkt, dass das kein 4000er ist, weil der 4000er, der ist unhandlicher. Das ist ein 5000er. Auch geile Farbe. Und Christian, jetzt kommt der Deal. Ich habe oben den Heizlüfter gesehen und ich werde das so machen. Ich mache den Heizlüfter an und der hat ja hinten hier die Ansaugturbine, ne? Und dann mache ich quasi die heiße Luft aus dem Heizgebläse. Hat der neuen Föhn? Das ist ein 5000er, mein Freund. Was ist das? Das ist ein 5000er mit 2300 Watt allein, ja. Aber das wird noch besser. Ich mache nämlich mit der Ansaugturbine, mache ich an den Heizlüfter hinten dran. Und dann verstärkt der 5000er das ganze Signal nochmal um das Vielfache, um 2300 Wattatatalein. So, und dann brenne ich euch allen die scheiß Häute von den Knochen. Ja, guten Morgen. Wunderschönen Morgen. Alter, so viel Zeit ist schon um. Ja. Ich glaube, die Leute wollen das. Also, die wollen aus meinem Hals ja keine Disney-Songs hören. Was soll ich meinen? Geh einfach. Okay. Ja.
gehabt, schon mal hatte schon komm mal, schon mal gehabt, ein paar kann ich schon mal hatte gar nicht. Schon mal gar nicht gehabt, schon mal da kein Gott schon mal. Was war hart gestern? Ich war gestern schon hier. Ich habe mal professionellerweise mal geguckt, wie das aussieht. Und vor allem da vorne war ich ganz viel. Guck mal da. Das war ein richtig schöner Abend, ey. War richtig lecker essen. Haben da lecker was getrunken auch. Und dann sind wir ein bisschen in die Stimmung gekommen, sag ich mal. Ich meine, ist ja auch im Grunde eine sehr professionelle Art und Weise. Ihr nutzt quasi den freien Tag, den ihr habt, um schon mal in die Venue zu gehen, wo wir quasi am nächsten Tag spielen. Einfach auch schon mal gucken, wie verhält sich das hier. Ne? Genau. Also wie sind die Beschaffenheiten und so. Kann ich auch Rückschnurschießen machen? Ja, mach. Das ist nicht richtig. Mach. Hast du was gegen die Kopfschmerzen, Christian? Nee, da muss ich jetzt ganz alleine durch. Das ist aber doof. Ey, Bolle, du. Hör mal, ich sag mal so. Wir haben es geschafft, wir sind einfach Christian Mutter. Army of Two, Alter, guck mal hier. Ja, wir sind am Butz. Wir sind über einen Zaun gehört. Wir lieben euch, ne? Guck mal, hier ist das. Das ist für Kameramänner, damit die auch verstehen, was wir machen. So sieht das auch aus, ja? Das ist für Leute, die wissen, was sie tun. Kameramänner. Das ist für Dumme. Wissen, was sie tun? Kameramann. Wissen, was sie tun? Kameramann. Das ist für die kleinen Shows. Also das ist für die kleinen Shows, ja. Arena wird deutlich größer, ne? Arena wird deutlich größer, ja. Hier unten steht auch 8 Flammen, das haben wir dann bei Arena auch nicht mehr. Da haben wir ein paar mehr. So, Jan, please. Nico, ja? Mir scheint es, als wenn das hier nicht so wirklich ernst genommen wird. Ich hab doch noch Zeit. Du musst jetzt grob schätzen, aber so die 1000 Betriebsstunden haben wir schon jetzt langsam. Und ich bin echt zufrieden. Also in der Ausgangsstellung, du kannst ja die Power splitten. Du merkst ja, dass es wird schwieriger, dagegen zu arbeiten. Aber in der Ausgangsstellung hat er halt auch nur halbierte Kraft. Das ist so wie so ein Nussschalter bei dir am Cinquecento, weißt du? Diesen Knopf, den drücke ich auch nur ungern, weil dann geht hier direkt das Licht hier runter in dem Laden. Ich kann es mal einmal demonstrieren kurz. Du hast es gemerkt, dieser Recoil nennt man das beim 5000er. Wir Puristen, wir Föhnliebhaber, haben halt wirklich nur das Nötigste daran. Das ist halt hier ein und aus mit 3 Stellungen. Da können wir halt die Hitzezufuhr, damit auch die Wattdateien, können wir halt bestimmen. Ja, genau. Ja, und hier oben, das ist eine Taste, wenn du es wirklich mal, wenn du mal Kälte erzeugen willst. Das entzieht dann, das kehrt quasi das Universum herum. Ne, wir fließen jetzt in eine Richtung, ne, die Atome bewegen sich in die eine Richtung. Und mit dieser Taste kannst du quasi anders als Energie zuführen, kannst du Energie entziehen. Ja? Ne? Energie ist ja das, was wandert. Ne? Ich füge ja keine Kälte zu. Das ist ja physikalisch nicht möglich. Kann nicht mehr geben, Alter. Das ist das von dir beschrieben. Aber ich kann damit dir ganz schönes, ich kann dir da absolut schöne Eis am Stiel herstellen. Wir haben uns hier so ein Ding gekauft, ne? So eine Leinwand, ne? Und jetzt guck dir das an hier oben. Hier ist schon Schmutz dran, ne? Und jetzt habe ich gerade die Jungs gefragt und die sagen alle, das ist Davids Rotze, weil der so spielt. Wie ein Pferd. Wie ein Nilpferd? So. Und den holen wir uns jetzt mal, weil der kriegt jetzt einen Schwamm, der macht das sauber. Ich nehme an, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Naja, komm mit, müssen wir mal zeigen. Ja, der Spucke. Der kann ja nicht wahr, wer rotzt denn da drauf? Werden alle bescheuert? Ist teuer gewesen hier. Da. So, und jetzt wiederholen wir 10-mal, ich werde nie wieder die LED-Wand anrotzen. Ich werde nie wieder die LED-Wand anrotzen. 10-mal. Ich werde nie mehr die LED-Wand anspucken. 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 Einmal noch. Ich werde nie mehr die LED-Wand anspucken. Nur noch angucken.
Schön, dass ihr hier seid. Ich wollte gerade mal die Treppe ausprobieren. Hast du einen guten Soundcheck gehabt? Ja, der Daniel hat gesagt, dafür, dass ich gestern gesoffen habe und meine Stimme so angeschlagen ist, klingt erstaunlich gut. Ja? Das ist in, ich sag mal, übersetzt ist das, Nico, ich liebe dich. Ja, eben, Desperado. Feier. Also, weißt du was? Ey, Christian, pass auf. Ich trinke so gerne Corona-Bier, weil von diesem Desperados kannst du mal zwei trinken. Alter, ist klar, Alter. Heißt der nicht Desperado? Heißt der Desperados? Das ist jeden Tag, das geht jeden Tag. Der labert nur Scheiße. Der wird wach. Und das kommt aus ihm raus, das fällt einfach raus. Er scheißt aus seinem Mund. Das ist von morgens bis abends. Ich meine, ihr seht das hier immer nur teilweise und denkt euch, ja, lustig, lustig, lustig. Aber wenn ihr das von morgens bis abends hast, das tut weh. Das tut richtig weh. So, und ich kann da doch einfach irgendwann nicht mehr. So, ich meine, das geht ja allen so. Ich spreche mal für die komplette Crew, aber das ist immer, wie gesagt, das ist immer so witzig. Ja, hahaha, Kevin, mega witzig hier. Aber es bricht einen, wirklich. Es bricht einen komplett. And he said, play the best song in the world, oh I'll eat your soul. So, kind of on the belly cut, some people not too. Yeah, riding any father, synthetic and new. Yeah. But me and Kyle, we looked at each other. We said, okay. Ich rede von Frikadüse. Und das geht in, ich will nach Hause, Mama. Wirklich, ich hol mich bitte ab hier aus meinem Ding. Jetzt ist er gleich fertig. Nein, Nico? Ach, guck mal da. Christian, was los? Was los ist? Du weißt genau, was jetzt los ist. 2, 1. Ja, schön, Christian. Für dich bin ich nur eine Wilde. Es ist klar, dass du so denkst, denn du bist sehr viel gereist. Doch sehe ich nicht ein, denn so wild ich dir erscheine. Wie kommst, dass du so vieles gar nicht weißt? Gar nicht weißt. Oh Scheiße, nee, du bist doch nicht fertig. Du bist doch nicht fertig. Du bist doch nicht fertig. Nee. So schön nicht. Jetzt bist du weg. Sag dir eine Sache, wenn du dich jemals fragst, was bei uns in der Band falsch läuft, ne? Guck mal rüber. Der Drummer raucht eine Kippe und der Bassist versucht Schlag zu spielen. Aber mal ganz ehrlich. Das wird geil, Techno-Tour Nummer 1. Ihr seid alle geil, ihr seht geil aus und ihr könnt auch alle verdienen. Vielen Dank. Vielen Dank. 3, 2, 1, Techno! Ja, Mann! Hey. Oh, ich hab meine. Wir haben our first show of the Techno-Tour in Mailand. Love you all. Diamo. Fistbump, Entschuldigung. Hey, Fistbump, okay. Sind 10 Leute hier, ne? We can't go back to the town where it began. You know? We've been waiting for so long to play this techno tour. The biggest tour we've ever had in our whole fucking life, so... Milano, you're first. Wo sind die Jedi-Ritter? Wo sind die Mars-Menschen? Wo sind die King-Gon?
Gas wie mit meiner Ex, ich schieß euch alle auf den Mond. Eine Leberwurst geschnallt, fliegt die Kebekunst durchs All. Immer weiter von uns weg, danke Schwerelosigkeit. Und danke, ist der Weltenlohn. Hier kommt der Raketenmann, Feuerballer. Ja, gut. Also, erste Show. Du bist gleich dran, Kollege. Warte, halt mal, nee, Maul. Du bist nicht dran. Also, erste Show. Natürlich gibt es da hier und da. Es gibt hier und da ein paar Differenzen. Hier und da gibt es ein paar Differenzen. Jeder war so aufgeregt. Hier und da ist mal was schiefgelaufen. Prinzipiell hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, du fragst den Nico nochmal. Alter, war Killer. Wirklich, war richtig schön heute. Leute waren drauf, Alter. Die Spanier gehen ab. Die gehen ab. Hola, hola, hola. Me llamo Daniel, de Electric Cowboy. Muchas gracias, Madrid. Madrid. te quiero para siempre. Woo! Nee, ohne Scheiß. Ich sag ja wenig. Also, wenn du mich fragst, ist das immer so direkt nach der Show. Dann ist man immer im Arsch, Alter. Und dann gehst du. Dann muss man was sagen. Man will auch nicht, weil man erst völlig im Arsch ist. Aber heute habe ich mal wieder so eine Show, wo ich richtig ergriffen bin. Alter, wir sind in fucking Portugal. Ist dir das bewusst? Weißt du, dass wir in Portugal sind? Wir sind hier in Portugal, Alter, da stehen 1000 Leute. Wie lange haben wir bitte kämpfen müssen, dass wir 1000 Leute mal irgendwann vor der Bühne haben? Und jetzt fahren wir hier nach Portugal, Alter. Und es sind 1000 Leute da und die feiern das und die singen die Songs mit. Die singen sogar die scheiß deutschen Songs mit, Alter. Und dass wir das erleben dürfen, das ist so das, was ich dir mal sage, Christian. Bei dem ganzen Rumgehaste, dieses A nach B und schnell und ab Flieger und ab in Bus und hast du nicht gesehen, einem fehlt manchmal die Zeit, das alles zu wertschätzen und auch das wirklich wahrzunehmen. Und heute habe ich wieder so einen Tag, wo ich den Scheiß wahrnehme, Alter. Ich hab dich lieb. Das geht auf dich, ne? Also nee, das ist für dich. Geil, das muss ich bezahlen, Leute. Die Rechnung kommt.